Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hochfirschfeld, heute zu einer weiteren Modvorstellung. Ja, und zwar geht's ins Star Trek-Universum. Wir können ab jetzt durchs Myzel-Netzwerk reisen und einen Sprung machen. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Ich erkläre es nach dem Intro auf. So, ja, und zwar gibt es da einen neuen Mod, der heißt TARDIS Teleport. Einige von euch kennen den schon aus dem LS17. Solltet ihr mal keine Lust haben, auf der Karte irgendwo hinzureisen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier die Karte aufzumachen mit der Standard-Tastenkombination Alt-T. Aktiviert ihr das hier, dann seht ihr hier oben, was hier teleportiert wird. So, ich stehe hier mitten auf der Karte und ich möchte mal dahin. So, stehe ich hier mitten auf der Karte. Alt-T nochmal und springe zum nächsten Stelle. Ja, und dann könnt ihr hier weiter. Machen wir das nochmal. Springen mal hier auf den Hof. Jetzt mal gucken, dass wir auch halbwegs, also nicht im Bunker landen. Da. So, jetzt sind wir hier zum Hof gesprungen. Und zwar möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn ihr mit einem Gerät springt. Ja, das Myzel-Netzwerk kann das natürlich auch. So, das hängen wir mal an. So, und jetzt seht ihr hier oben über der Karte schon die Bilder von den Geräten, mit denen ihr hier durch die Gegend hüpft, also teleportiert. Die Frage ist, wo springe ich jetzt mal hin? Nehmen wir mal hier das... Ach, ist auch egal eigentlich, ne? Wir können hinspringen, wo wir gerade lustig sind. Machen wir das hier oben. So, dann seid ihr hier auf der Karte und könnt direkt weiterfahren. Ihr seht, da ist alles noch da. Dünger, Saatgut ist noch drin. Was nicht funktioniert, sind solche Aufbauten, ne? Wie Container auf den Anhängern. Da flippt das ganze System hier aus. Was auch nicht funktioniert, ist diese Hakenlifte, das kennt ihr aus dem LS17, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass die hier durch die Gegend fliegen, wenn ihr mit denen teleportieren wollt. Das geht nicht. Was auch nicht mit teleportiert, sind Paletten, wenn ihr die irgendwo drauf habt, oder Ballen, die ihr irgendwo aufgeladen habt. Es geht wirklich nur hier diese feste Frucht. Wenn ihr da Sachen drin habt, dann könnt ihr die mit teleportieren. So, jetzt teleportieren wir die hier erstmal wieder zurück. Und ja, was noch geht, das zeige ich euch jetzt gleich. Es gibt auch noch eine praktische Sache tatsächlich, die ich dann wirklich ganz gut finde. Also die Teleportiererei mit Cosplay brauchen wir es eigentlich nicht, ne? Also wir können ja durch die Gegend fahren, wo wir hinwollen. Das ist eigentlich nicht nötig an der Stelle. Aber ich versuche jetzt mal den Traktor hier umzukippen. Haben wir hier extra so eine Buckelpiste, da werden wir den bestimmt hier irgendwie auf die Seite legen können, oder? Mal jetzt voll rumreißen. Na, komm schon. Wenn man aber umreißen möchte, ne, dann erkennt das. Aber wir können den bestimmt hier vorne mal nochmal hinlegen. Mal gucken hier. Na, hier, komm, dann muss er doch irgendwie den umgekippt bekommen. So. Nein, kipp doch um. So, jetzt aber. Jetzt habe ich ja wirklich alles getan. Ja, mit Alt und der Rücktaste könnt ihr den wieder aufrichten. Natürlich an der Stelle, wo ihr da seid. Aber, ja, ihr seht das, ne? Also ich kann den jetzt ein paar Mal wieder hinstellen. Alt, Rück. Klar, der versucht jetzt hier auf dem Stein irgendwie gerade zu kommen. Das wird natürlich nicht so richtig gut funktionieren. Ach, jetzt hängt er sogar im Stein fest. Ja, so könnt ihr es auch machen. Aber was ihr machen könnt, ist den Teleport wieder aktivieren. Und dann springen wir einfach mal hier hin. Und da steht ja auch wieder in der Gegend, ne? Ihr könnt auch ohne teleportieren, ne? Wenn ihr sagt, ihr möchtet hier einfach mal irgendwo an die andere Stelle der Karte. Auch das geht. Dann wird hier tatsächlich nur einsamer Landwirt Fiofant angezeigt. So, dann springen wir zum Shop. Und dann seid ihr im Shop. Ja, schöner Mod. Vielen Dank, lieber Modder. Wie immer findet ihr die Credits und den Link zum Mod in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da, ein Abo, wenn ihr keine weitere Mod-Vorstellung verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute, einen schönen Tag, bye bye und ade.